So, und hier sind wir wieder. So, und jetzt geht's weiter. Ja, schön, dass du das Zombie Army Update installiert hast. Zählt jetzt wen, oder? So, also, wo waren wir stehen geblieben? So, weiter geht's bei Hogwarts, ne? So. Und zwar, wir machen jetzt genau hier weiter, wo wir ja hier schon die zwei Türme gemacht hatten, ne? Genau hier, wo wir auch noch hier die Ecke haben, die wir zumachen müssen, ne? Hier, genau die Ecke. Ah, so, da geht's weiter. So, und zwar machen wir jetzt hier einmal die Brücke lang. Na? So, die habe ich mir nämlich, warte mal, wir brauchen die Treppe noch. So, die habe ich mir nämlich schon mal vorgebaut gehabt bei dem Vorbau von Hogwarts, wo ich das alles immer so ein bisschen vorbereite. Ja, da habe ich mir die Brücke schon gemacht gehabt. Da machen wir nochmal im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. So, pass auf. Wir gehen hin. Wir brauchen eigentlich, brauchen wir nur diese drei Standardblöcke, ne, die wir hier auch schon überall benutzt haben. Ne, Block, Stufe, Treppe, die wir hier schon überall benutzt haben. Ne, die drei Standardblöcke. So, wir fangen an mit dem Sandstein. So. Und wir fangen ganz entspannt an und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. So, ah, warte mal, muss ich die auch noch anmachen? Bisschen besser aus, ne? Okay, so, pass auf. Wir gehen hin. Wir fangen an bei den beiden Türmchen hier. Da fangen wir an. So, wir gehen hier. Ist jetzt egal, ob wir jetzt hier den rechten oder den linken nehmen. Das ist eigentlich scheißegal. So, wir gehen hin. So, und dann haben wir ja hier so eine schöne Mitte. Na, so, dann nehmen wir uns jetzt die Mitte, gehen hier hin, machen hier drei Stück. So, und von diesem Dreier machen wir einfach acht Stück. Na, das heißt, jetzt hier ist der zweite. Ey! Und hier ist der dritte. Der vierte. Der fünfte. Und der sechste. Der siebte. Und der achte. So, ja, dann machen wir so einmal runter. 8 Dreier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Na? Ja, das war ja auch richtig. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Na? Dann haben wir so jetzt die 8 Dreier hier so runter. Na? Und dann gehen wir hier ganz unten unter den 8. Hier. Dann gehen wir hin und ziehen das jetzt komplett so, bam. Ja? Ziehen das jetzt komplett so bis an den Turm ran. Und hier gehen wir hin und ziehen das komplett bis drüben ans Gebäude dran. Ja, so. Bing. So. Patsch. Ja? So. Ja? So sieht das dann aus. So. Ja, so, pass auf. Bevor wir das jetzt fertig weitermachen, ne? Gehen wir jetzt hin und machen überall jetzt hier immer so, so, so nochmal eine Treppe drauf. So, hier auch und so. Ja? Dann sieht das so aus. So, dann machen wir da jetzt noch Streben rein. Dadurch, dass das ja dadurch, dass wir jetzt immer einen Dreier gemacht haben, haben wir ja eine schöne Mitte. Und von dieser Mitte aus hier machen wir einfach immer so eine schöne Strebe nach unten. So. Ey, komm ran. Ey, komm ran. So. Ah. So, warte mal hier jetzt auch noch mal. So. Na, dann sieht das am Ende des Tages so aus. Na? Und was wir jetzt hier gemacht haben, diese, wir nennen es jetzt einfach mal die Halterung. Ja, die machen wir hier auf der anderen Seite auch. Das ist einfach ganz simpel, ne? Da gehen wir einfach genau von hier vorne, ne? Also die Treppe lassen wir jetzt weg, sondern einfach nur den Block. Und dann zählen wir von hier aus, ne, wie viel das einfach ist, bis zum Turm. Ne? Dann machen wir das hier auch. Ich weiß, dass es 24 sind. Und dann machen wir hier, guck mal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Na, und dann machen wir hier auch einfach wieder die 8 Dreier. Na, und machen hier genau dasselbe.
Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Hallo. 6, 7 und 8. So, dann machen wir hier die Trelle weg und machen da einen Block. So, bam. Dann haben wir hier auch die 8 Stück. Na? Und hier natürlich jetzt wieder genau dasselbe. Ne? Hier vorne wieder eine Treppe dran. So, falsch. So, so, so. Ja, gut, dann können wir hier oben noch ruhig eine machen. Na, und dann machen wir da auch wieder die Streben rein. So, bam. Bam. So, die Brücke, die geht eigentlich jetzt rucki zucki. Die ist eigentlich schnell gemacht. Ja, so. Und so. Bam. Und so. So sieht das dann aus. Ja, so, und genau so machen wir das jetzt auch auf der anderen Seite, bei dem anderen Turm. Ja, dann machen wir das jetzt genau so, wie ich euch das hier gerade gezeigt habe. Ne? Hier schön die Mitte. Ne, hier, zack. Ne, dann hier die 8 Dreier runter. Ne, und bam. Genau so, ne, wie ich euch das jetzt hier gezeigt habe. Na? Genau so machen wir das jetzt auch hier an dem Turm. Schnell. Ja, und wenn wir das dann fertig haben, dann geht es sofort weiter. Ne? Also wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen hier die Grundlage schaffen. Ne? So, das heißt, das, den ganzen Spaß, ne, den ich euch da gerade gezeigt habe, so den machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Ne? Dann würde ich sagen, ich mache das auch mal eben. Ganz schnell. Ne? Und dann, ne? Wenn das fertig ist, dann geht es sofort weiter. So. So sieht das jetzt einmal aus. Ich habe jetzt hier auch das soweit einmal gemacht. So sieht das dann aus, wenn wir das jetzt auf beiden Seiten gemacht haben. So. Und ihr seht ja, mir fehlt das hier hinten noch. Und zwar, warum? Weil ich da was festgestellt haben tue. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar, ich habe hier, guck mal, mir fehlt hier ein Stück. Ich muss hier das Gebäude ein bisschen erweitern und das machen wir jetzt eben zusammen, weil, damit da kein Durcheinander entsteht, dachte ich. Machen wir das. Ne? Weil wir müssen das hier ein bisschen erweitern. Ich meine, wir haben ja nur bis hier gezogen. So, ne? Und dann war Arsch ab. So, dieses untere Stück hier. Ne? Guck mal, da können wir uns den hier schon mal gleich mit einpacken. Bam. Ne? Dieses untere Stück hier. Dann müssen wir jetzt einen kleinen Ticken erweitern. Ne? Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Muss ja eh irgendwie zu. Ne? Der Scheiß hier. So, und gucken wir mal. So sieht das aus. Hier so, pass auf. Um 3 Blöcke müssen wir das nur erweitern. Das geht eigentlich. Ich dachte, eigentlich so mehr aus. Na egal. Ne, wir erweitern das einfach genau so bis hier so. Ne? Also weiter wie hier machen wir das erstmal nicht. Ne? Weil wir müssen halt gucken, ne, wie wir das dann hier weitermachen. Das muss ich mir dann mal überlegen. Ich meine, eigentlich sollte es jetzt hier um die Brücke erstmal. Digga, wie weit muss ich denn noch um die Brücke gehen hier? Ne? So. Das erweitern wir jetzt einfach. So sieht das dann aus. So, tschak. Hier dann auch die Treppe nicht vergessen. Und ja, eigentlich brauche ich euch das gar nicht groß zeigen. Es ist einfach nur hier, seht ihr ja, es wird einfach um 3 Blöcke erweitert. Es ist jetzt kein großer Akt, sage ich mal. Es muss ja jetzt nichts abgerissen und neu gebaut werden. Wir erweitern das ja hier jetzt einfach nur um diese 3 Blöcke. Ja, so. Bam. Und so, dann. Ja, viel gibt es eigentlich gar nicht mehr jetzt zu sagen, außer dass wir die Brücke jetzt komplett mit dem Sandstein hier einmal komplett zumachen. Ja, komplett zu. Machen wir die. Ne? Bam. Wir machen die komplett zu. Hier drinnen, zwischen den Türmen, machen wir das auch. Ne? Da machen wir das komplett zu. Auf der Ebene natürlich, wie hier jetzt die Brücke ist. So. Ne? Machen wir das auch hier zwischen komplett zu. Ne? Und dann machen wir gleich da drüben und hier machen wir dann gleich noch Türchen, dass man auch auf die Brücke drauf kommt. Aber erstmal müssen wir die jetzt hier komplett zumachen. Ich muss ja hier die eine Halterung noch bauen. Ne? Aber ich würde sagen, das ist jetzt erstmal ein bisschen Arbeit, die wir hier vor uns haben. Und dann würde ich sagen, ich mache das jetzt mal eben ruckzuck.
Na, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. Und dann machen wir, wie gesagt, da und da noch Türchen. Ja, und dann war es das auch schon mit der Brücke, ne? Aber jetzt machen wir das erstmal zu. Na, und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh. Wo sieht das jetzt einmal aus, ne, wenn es fertig ist? Na, wie ihr seht, ich habe da schon eben, also da schon die Türen vorbereitet. Ne? Ich habe da jetzt auch die Halterung fertig, die mir noch gefehlt hat. Hier und so, ne, meine ich das, einmal ausgefüllt. Bam. So sieht das dann aus. Ja. So, und wie ich gesagt habe, hier drinnen machen wir auch komplett. Ja, so sieht das dann aus. Und mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Und zwar, wir machen das anders. Wir machen hier erste Treppe machen wir jeweils immer weg. Und hier. Und dann verbinden wir das da nämlich an der Stelle damit. Also, ne, weil hier ist ja nichts. Ne, aber hier kann man ja runterfallen. Das wollen wir ja nicht. Und deswegen dachte ich, wir verbinden das einfach so noch. Ne, ich glaube, das kommt noch ein bisschen besser. So geländermäßig. So, dachte ich. Zack. Ne, und hier zwischen machen wir das auch. Ah, dass wir hier immer so noch zumachen. Ah, dann kommt das auch ein bisschen von der Seite auch ein bisschen geiler, ne? Ah, Mann. So machen wir das jetzt hier noch zu, eben. Ah, warte mal. Das machen wir jetzt noch mal eben ganz schnell. Da natürlich nicht. So, mich durch hier. So. Ja, und dann machen wir noch schnell die Türen. Gleich. Oder ja, was heißt Türen? Also halt so, so Eingänge auf beiden Seiten, sagen wir es mal so, wo man dann auf die Brücke drauf kommt. Ja, das, dann machen wir die nämlich jetzt gleich noch schnell und dann haben wir nämlich die Brücke schon durch. Ja. Aber wieder eine Sorge weniger hier. Nein, war nicht so. Zack. Ja, so sieht das aus. Ich glaube, das kommt ein bisschen besser sogar, ne? Wenn wir das jetzt mal so gucken. Ja, das kommt geiler. Das kommt viel, viel geiler. So, genau. So, dann fangen wir eher, also wir hier, da bei den Fenstern, das machen wir gleich. Wir fangen erstmal hier jetzt an, bei dem Gebäude, ne, wo wir dann jetzt halt noch gucken müssen. Jetzt die Tage mal, wie wir das hier zumachen. Ah, hier fangen wir an. So, und wir fangen so an. Pass auf, wir machen das so. Wir gehen hier, ne, jetzt ganz an die Brücke dran, ne, also hier, wo wir zugemacht haben, also hier. Hier gehen wir hin. Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Die lassen wir. Und ab dem 11. machen wir dann 4 Stück. Ne, die wir auch auf 4 mal 4 rausschlagen. Ne, wir machen das jetzt erstmal so auf 4 mal 4. Das ist erstmal so die Basis quasi dann von so einer Tür. Da kann man dann immer noch gucken, ob es dann kleiner, ob wir es dann kleiner machen. Das gucken wir dann noch. Und hier auf der anderen Seite machen wir das auch so. Ne? Da ziehen wir auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann 4 und nicht 3. What the fuck? Und dann halt auf 4 mal 4 einfach rausschlagen. Zack. Ja, und dann haben wir hier so zwei Durchgänge. Ja? So. Auf der anderen Seite, hier drüben zwischen den Türmchen, da machen wir auch zwei Durchgänge. So, und zwar, wir machen das nämlich so. Wie war das jetzt? Ach, genau. Ah, genau. Wir haben hier, ne, wir haben hier ein Fenster, zwei Fenster. Ne? So seht ihr, zwei Fenster. Und dann nehmen wir hier den Vierer und gehen dann hier runter. 1, 2, 3, 4 und 4. Also auch 4 mal 4. Ne? So, dann schlagen wir das hier. So, schlagen wir das hier raus. Ne? Auf der anderen Seite machen wir das auch so. Ne? Dann haben wir hier das Fenster. Hier das Fenster und dann da hier der Vierer. 1, 2, 3, 4. So. Ne, schlagen wir das so auf 4 mal 4 raus. Und dann haben wir dazwischen, seht ihr, haben wir noch drei Fenster. Ne? Also so dachte ich mir, teilen wir das auf. Ja, wie gesagt, das mit den Türen, das kann sich ja immer noch ändern. Ne? Ob die, obwohl, also ob die so groß bleiben oder kleiner oder ob man die noch ein bisschen versetzen tut. Aber ich glaube, versetzen würde ich die gar nicht, weil hier passt das eigentlich ganz gut und da drüben auch. Müssen wir halt nur gucken, ob das auf 4x4 bleibt oder ob das dann doch am Ende noch ein bisschen kleiner wird. Ne? Das muss man dann mal schauen, wie wir das machen. Ne? Aber so sieht das jetzt aus. Ne? So. So sieht das jetzt aus. So haben wir die Brücke jetzt fertig. So sieht es aus. Bam.
Na? Und wie gesagt, jetzt gucken wir dann noch, wie wir jetzt auf der anderen Seite, wie wir da den Rest jetzt zumachen. Das müssen wir noch gucken. Also da muss ich auch jetzt erstmal ein bisschen überlegen, wie wir das am besten machen. Weil einfach gerade zuknallen, weiß ich nicht. Ich meine, wenn es nicht anders geht, müssen wir gucken, ne? Na gut, ich werde mir da auf jeden Fall was überlegen. Jetzt haben wir hier auch erstmal die Brücke stehen. Ging ja rucki-zucki eigentlich. Ne? Außer das Zuziehen komplett, das dauert halt ein bisschen, aber was willst du machen? Ne? Genau, und dann soll es das jetzt an der Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Ne? Ich mache mich dann ran, da auf der anderen Seite dann gucken, wie wir das da weiter zumachen. Ja, aber sonst soll es das jetzt an der Stelle erstmal gewesen sein. Jetzt haben wir die Brücke hier stehen. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao, ciao, Wiederschauen und reingehauen.